Hallo Welt! Heute möchte ich mit euch über Anfangslosigkeit reden. Das ist ein weiteres Themengebiet innerhalb buddhistischer Physik. Man könnte auch sagen, innerhalb buddhistischer Wahrnehmungen oder buddhistischer Philosophie. Es ist ein sehr, sehr schweres, komplexes Thema. Das will ich schon ein Video machen, seitdem ich den Kanal ja begonnen habe, beziehungsweise seitdem ich jetzt täglich aktiv, fast täglich Videos drehe. Seit diesem Zeitraum will ich schon ein Video über Anfangslosigkeit drehen. Ist aber gar nicht mal so einfach, weil es unglaublich viel Vorstellungskraft braucht. Ähnlich wie mein Video über Zeit, wozu sich leider nicht allzu viele geäußert haben. Aber die Klickanzahl zeigt mir, dass das Video gemocht wurde. Anfangslosigkeit. Das ist eine interessante Vorstellung. Für mich als Ursachenforscher eine mittlere Katastrophe, weil viele Probleme konnte ich in meinem Leben lösen, indem ich auf die Ursache zugegangen bin. Und ich habe mich da auch in meinem vierten Diät-Tipp-Video meines Hauptkanals, was ich eventuell auch noch verlinken werde, weiß ich noch nicht, bin ich darauf eingegangen, dass die Menschen krankhaft Symptombekämpfung betreiben, vor allen Dingen dann, wenn es um Krankheiten geht. Weil viele Medikamente müssten nicht sein, wenn man einfach mal die Ursache erforscht und dann anders handelt. Meistens sich anders ernährt oder eine andere Umgebung für sich sucht. Damit lassen sich schon 90% aller Krankheiten der westlichen Gesellschaft vermeiden oder rückgängig machen. Also die Ursachenforschung ist für mich das Allergrößte. Und den ganzen Kanal hier mache ich und mein ganzes Leben lang frage ich mich schon nach dem Ursprung, nach den zwei Grundfragen, warum existiere ich, warum existiert alles, inklusive das Universum, und warum existiert überhaupt irgendetwas. Und da hat mich die Ursachenforschung in eine gewaltige Erkenntniskette gebracht, die dafür sorgte, dass ich sehr viel über Physik weiß, sehr viel über menschliche Tiefenpsychologie weiß und generell weiß, wie ich mich in vielen Situationen verhalten muss, um ein deutlich besseres Leben zu führen. Von daher ist die Ursachenforschung für mich das Größte und das Beste, was es immer geben wird. Aber innerhalb der buddhistischen Physik, man könnte auch sagen, innerhalb deren phänomenologischen Bereich, wurde etwas erkannt, was mich ganz schön schlucken ließ und was mich als Ursachenforscher richtig ärgert. Da alles einander bedingt und untereinander gegenseitig wechselwirkt. Das heißt, das eine kann nicht ohne das andere existieren. Das eine braucht immer das andere als Ursache. Und diese und eine Ursache selber, eine Ursache von etwas, eine Ursache von etwas ist bereits die Wirkung einer anderen Ursache. Ein Beispiel ist, nee, ist ein schlechtes Beispiel. Die Natur, also dasselbe Beispiel, habe ich jetzt etwas verbessert. Die Natur kann nicht ohne ihre Einzelkomponenten leben und die Einzelkomponente der Natur nicht ohne die Natur. Somit bedingen die sich gegeneinander. Oder wenn zwei Menschen eine Zweckgemeinschaft gegründet haben. Du tust diese wichtige Tätigkeit für dich und ich tue dann diese wichtige Tätigkeit für dich. Und dann haben die beiden sich quasi, die ergänzen sich dann. Das ist so ein primitives Beispiel. Der eine sorgt fürs Essen, der andere fürs Trinken. Das teilen sich dann beide. Somit haben beide sich bedingt, dass sie überleben können. In der Natur, vor allen Dingen auf Quantenebene, ist wirklich alles miteinander vermischt. Alles. Also bedingt alles, alles. Somit ist alles gleichzeitig die Ursache und die Wirkung von irgendetwas. Und für irgendetwas. Also alles ist gleichzeitig die Ursache fürs Nächste, aber auch gleichzeitig nur die Wirkung
einer anderen Ursache von früher. Und die Anfangslosigkeit, die innerhalb des Buddhismus gelehrt wird, wozu ich übrigens auch einen Mega-Link unten im Infokasten habe, ganz weit unten, Anfangslosigkeit gucken, die sorgt dafür, dass ja, mein Weltbild auf den Kopf gestellt wird. Durch die Tatsache, dass sich alles bedingt und alles eine Ursache hat, auch gleichzeitig die Wirkung ist von einer Ursache und selber wiederum die Ursache des Nächsten ist, kann es keinen Anfang geben. Das heißt, wenn man immer nur weiter in der Zeit, die es ja nicht gibt, sehe dazu noch mein Zeitvideo, was ich auch mal verlinken werde am Ende des Videos. Zeit. Gehen wir mal von dem Konstrukt Zeit aus. Wenn man Zeit immer weiter zurückgeht, muss es irgendwann mal etwas gegeben haben, was keine Ursache hatte. Das kotzt den Ursachenforscher an. Selbst bevor es Zeitraum, was eh nur eine Form von Wahrnehmungskomponente ist, oder ich habe mir das aufgeschrieben, wie man es ausdrückt, genau, Zeit und Raum sind nur eine Form des Erlebens und keine physikalischen Größen. Das heißt, Zeit und Raum werden schon durch unsere Wahrnehmung bedingt. Aber selbst wenn wir mal jetzt von dem Konstrukt Raumzeit ausgehen, selbst wenn es da eine Kraft gäbe, die überhaupt erst Dimensionen, Raum und Zeit geschafft hätte, bräuchte durch die Tatsache, dass sich alles, was wir kennen, gegeneinander bedingt, das, was das ganz Große erschaffen hat. Und stell sich vor, da steht ein Lebewesen, das schwingt einen Zauberstab und bupp, jetzt ist ein Universum da. Selbst dieses Zauberwesen, vom vielen Gott genannt, selbst dieses Zauberwesen müsste dann schon wieder eine Ursache gehabt haben. Da müsste in einem Zauberwesen das nächste Zauberwesen mit Zauberstab stehen und schwingen und erstmal das Zauberwesen erschaffen, das wiederum das Universum erschafft. Aber dieses Zauberwesen, das das Zauberwesen erschafft hat, das das Universum erschafft hat, bräuchte schon wieder eine Ursache. Da müsste schon wieder dahinter ein nächstes Zauberwesen stehen und das funktioniert nicht. Aufgrund der Tatsache, dass alles einander bedingt und miteinander gegenseitig wechselwirkt, lässt mit aller Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass das eine große Ganze keine Ursache gehabt haben kann, sondern schon immer zeitlos da gewesen ist. Ich habe euch jetzt in meinem Zeitvideo ja schon von den Gedanken der Zeit relativ befreit. Unbedingt nochmal mein Zeitvideo gucken. Wenn man sich nicht an Zeit krallt, als physikalische Größe, als existentes Medium, dem wir unterworfen sind, erscheint das mehr als logisch. Dann wird es sehr einfach, das zu verstehen. Nur durch die Tatsache, dass wir darauf konditioniert sind, in Zeit zu denken, lässt es uns so unmöglich erscheinen, dass etwas da gewesen sein muss, was schon immer da gewesen ist und wofür es keine verdammte Ursache gab. Die Wissenschaftler in unseren westlichen Gefilden, die denken da schon ähnlich. Dass der Urknall aus dem Nichts kam, um mal diese stark vereinfachte Theorie auszudrücken. Auch wenn man von den Gedanken, dass es so etwas wie Zeit gibt, loslässt, dann wird es ja klar. Dann braucht etwas keine Ursache mehr. Dann kann tatsächlich alles schon immer da gewesen sein. Aber das ist ein unglaublich schweres Konstrukt. Und ich kann es mir mit meinem Verstand, der immer nur in Mustern denkt, immer nur kurzfristig, also zeitweilig vorstellen und zeitweilig fühlen. Das ist ein ganz komplexes Konstrukt, was ich nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, wenn ich darüber nachdenke. Und jeder Mensch muss da seinen eigenen Weg finden, sich dieses Konstrukt vorzustellen, dass etwas keinen Anfang hatte, sondern schon immer da war. In einem unendlichen Irgendwas. Ich nenne es ja den unendlichen Nichtraum, in dem sich Form befindet. Siehe dazu mein Zeitvideo. Versucht es euch vorzustellen, dass etwas keinen Anfang hatte. Es ist schwer, weil wir hier, weil wir glauben, wir haben einen Anfang durch unsere Geburt. Und wir waren, und es gab einen Anfang, als ihr jetzt das Video gestartet habt. Von daher denken wir immer an Anfängen. Und etwas fängt an, nachdem ihr es initiiert habt. Aber dennoch muss etwas davor gewesen sein, was wiederum euch initiiert hat. Und das ist dieser ekelhafte Kreislauf. Wir denken immer nur an Anfängen. Ich bin da und da geboren und dann hat man mir einen Namen gegeben und dann wurde ich in die Schule geschickt und weiß da gar was am Blödsinn.
Und dann bin ich dorthin gefahren, dann wieder zurückgefahren. Wir denken immer in Anfängen und danach in einer Zeitlinie. Aber wenn man immer weiter der Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache zurückgeht, über Phantastilliarden von Quadrilliarden an Milliarden von Jahren, kann man davon ausgehen, dass es etwas gegeben hat, was schon immer da war. Einfach so, aus dem Nichts. Das entzieht sich schwer unserer Vorstellung, da wir den ganzen Tag in unserer relativen Wahrnehmung, unserer relativen Physik leben, den ganzen Tag mit Ursache und Wirkung konfrontiert sind. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Meistens initiieren wir selber die Ursache. Dann ist es ziemlich leicht, mit der Umgebung zu interagieren. Aber um sich den Anfang von allem, was ist, vorzustellen, muss man eine Vorstellung loslassen, nämlich die der Zeit. Man muss auch die Vorstellung loslassen, dass es Zeit braucht, um etwas erschaffen, damit etwas gebaut wird, damit etwas erschaffen wird. Man muss Zeit loslassen, die man braucht, um etwas zu schaffen, nachdem man eine Ursache ausgelöst hat. Zum Beispiel, ich gieße jetzt ein Fundament und baue darauf ein Hochhaus. Ich gieße ein Fundament und baue darauf ein Hochhaus, das braucht seine Zeit. Ich initiiere die Ursache, das Fundament. Und dann baue ich das Hochhaus und das braucht Zeit. Und von diesem Bewegungsablauf nach vorne auf einer Linie gerichtet, von dem müssen wir uns völlig trennen, von den Linienvorstellungen einer fließenden Zeit in eine Richtung. Denn das absolute Etwas, aus dem alles entstanden ist, inklusive wir, das kann keine Zeit und keinen Anfang gehabt haben. Gerade weil wir an Ursache, Wirkung denken und denken können. Und weil alles miteinander sich bedingt und wechselwirkt. Es ist sehr schwer, mir das im Kopf als Bild vorzustellen. Man darf es sich auch nicht als Standbild vorstellen. Es war schon etwas, was fließt. Aber auch etwas, was schon immer da war. Einfach so. Es ist so unfassbar schwer, sich das in unseren Mustern vorzustellen. Bei meinem Zeitvideo, da hatte jemand kommentiert, der hat gesagt, dass es sehr schwer ist, sich das vorzustellen. Und ich sage, ja, das ist es. Vor allem, wenn man nicht meine Bilder im Kopf hat. Und ich habe überlegt, ob ich in ferner Zukunft nicht mal ein paar Zeichnungen mache. Ein paar eigene Zeichnungen anfertige, um sich die Dinge, vor allen Dingen was Zeit und Raum und Nichtraum und Metaphysik angeht, um sich diese Dinge besser vorstellen zu können. Wenn ihr von der Idee begeistert seid, dann gebt mir jetzt 1 Million Daumen nach oben und kommentiert drauf. Wenn ihr von der Idee begeistert seid, dass ich das Ganze mal in Bildern veranschauliche, vor allen Dingen was ich von Zeit und Raum halte. Bei Anfangslosigkeit wird es allerdings sehr schwer, sich das in einem Bild vorzustellen. Ich stelle mir dieses Etwas, aus das Universum entstanden ist, immer wie eine Energiefluktuation vor, wie ein Nebel, wie ein Gas, das musterlos vor sich hinschwebt und einfach schon immer da war. Das in einem absoluten Nichtraum musterlos vor sich hinschwebt und schon immer da war. Und der liebe Buddha bestätigt das dann auch noch. Dass da etwas ist, was auch immer es war, es muss keine Energiefluktuation gewesen sein, aber ich stelle mir das gerne so vor. Bevor es feste Materie gab, gab es nur schwebende Energie und die hat sich dann geballt. Und das wirkt dann wie feste Materie, die auch nicht fest ist. Da muss es etwas gegeben haben, was keine Ursache hatte. Und das kann Ursachenforscher zur Weißglut bringen. Weil ich jetzt nicht die Ursache von allem, was ist, kenne. Und ich muss mich von diesem Wahn befreien, die Ursache von allem, was ist, kennenzulernen und akzeptieren, dass es immer schon da war, weil gerade auf dieser Basis alle Existenz auf einmal deutlich mehr Sinn hat, als wenn es eine Ursache und eine Absicht hatte. Wie schon gesagt, man kann davon ausgehen oder man kann darüber nachdenken, ob es so ist, dass dieses Etwas, was schon immer da war, das Universum bewusst erdacht geschaffen hat. Auch dieses Etwas selbst, das wiederum hatte keine Ursachen, war einfach schon immer da. Das wird auch in westlich, spirituellen Kreisen so benannt. Jo.
Und viel mehr und viel tiefer brauchen wir auch nicht auf das Thema einzugehen. Das war es eigentlich schon. Wir in unserer heutigen Zeit und innerhalb unseres Lebens, in der physischen Welt, da hat immer alles eine Ursache und eine Wirkung. Aber wenn man auf den Ursprung zurückgeht, dann hat irgendetwas dann mal keine Ursache mehr. Und falls doch, wäre ich beeindruckt. Ja, die Ursache von allem, was ist, aber diese Ursache bräuchte dann selber wieder eine Ursache. Oder ihr könnt mir ein neues Gedankenkonstrukt davon liefern. Ein neues Gedankenkonstrukt, wie das Ursache-Wirkungsprinzip neu funktioniert. Also so wie es aktuell beschrieben wird, muss etwas ursprünglich keine Ursache gehabt haben. Aber vielleicht gibt es ein anderes Ursache-Wirkungsmodell, das mich zu einem Gedanken bringen könnte, dass das allererste doch eine Ursache hatte. Aber nach dem aktuellen Gedankenmodell ist es unmöglich, dass das allererste eine Ursache hatte, weil das müsste ja dann selber wieder eine Ursache gehabt haben. Und das, was das erschaffen hat, müsste dann wieder eine Ursache gehabt haben. Und im Moment komme ich da auf keinen grünen Zweig. Ich finde es faszinierend, dass ein Mensch vor Jahrtausenden sich sowas schon vorstellen konnte. Wow, immer wieder nur wow. Ja. Aus dem Video Anfangslosigkeit, was ich mir gleich nochmal reingezogen habe, damit ich es wirklich gut rüberkrieche, ging noch was anderes hervor. Jetzt noch so was am Rande erwähnt. Ich erforsche ja schon des Längeren, ob es einen Antrieb ohne Mangel geben kann. Habe dazu schon drei Videos gedreht. Das erste, das heißt direkt Antrieb ohne Mangel. Das zweite hieß phasentiefer Stimmung. Und das dritte hieß Trauer mischt Trotz. Das sind so die drei Videos, wo ich Antrieb ohne Mangel gesprochen habe. Zumindest über einen langfristigen Antrieb. Also, das bedarf schon wieder einen Sinn, warum wir existieren, warum wir überhaupt handeln wollen. Und da habe ich festgestellt, ich komme noch eines Tages drauf. Ich komme noch eines Tages drauf, ob es Antrieb ohne Mangel gibt. Nämlich dann, wenn wir diese tiefen buddhistischen Lehren, die unglaubliche Vorgänge nur beschreiben. Buddhismus ist ja fast nur ein Vorgangsbeschreiber, ein Phänomenbeobachter, ein Vorgangsbeschreiber. Deswegen ist der Buddhismus ein anderes Wort für Physik. Und während sich westliche spirituelle Welten jedoch schon stark ins Metaphysische hochwagen. Richtig krass. Gut, gibt es im Buddhismus auch, aber deutlich weniger. Und wenn ich das irgendwann miteinander mische, kriege ich noch raus, ob man einen dauerhaften Antrieb ohne Mangel haben kann. Weil der Buddhismus, der macht es sich ziemlich leicht in diesem Punkt. Und das habe ich auch aus diesem Video und von der Anfangslosigkeit jetzt mit festgestellt. Der Buddhismus macht sich da ziemlich leicht und postuliert einfach nur die Sinnlosigkeit des Ganzen. Innerhalb der Dualität, dieses physische Leben, das wir vor uns hinleben, ist man immer nur gefangen in Freude, Leid, Freude, Leid, Freude, Leid, Freude, Leid, Freude, Leid. Immer wechselt alles, entsteht und vergeht. Freude, Leid, Freude, Leid, Freude, Leid. Und der Buddhismus erkennt immer nur die Sinnlosigkeit von dem Ganzen und der Buddha zeigt uns einen Weg daraus. Aber in westlichen spirituellen Welten, da gibt es viele, viele Begriffe, was ein Antrieb, was ein Urantrieb in uns sein kann, dass wir doch ins Handeln kommen. Und wenn ich das eines Tages mal miteinander vermische, kriege ich noch meine große fette Antwort auf die Frage, gibt es einen Antrieb ohne Mangel, einen dauerhaften? Kurzfristig ja. Wir haben so viele Freude, Impulse, Seinsimpulse. Und wir schaffen dann, auch wenn wir immer wieder auf Widerstände stoßen, immer wieder physikalische vor allen Dingen, und das über Jahre lang, wie soll sich da ein Antrieb halten, wenn man da nicht einen gedanklichen Mangel aufbaut? Aber das nur so am Rande erwähnt. Aber das wollte ich, das habe ich auch ganz bewusst jetzt noch mit reingenommen in dieses Video hier. Gut. Gut, gut, gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich liebe buddhistische Phänomenologie und buddhistische Physik, buddhistische Ablaufvorgängsvorstellung. Und dann verabschiede ich mich jetzt heute mit dem Satz, der im Buddhismus sehr häufig gesagt wird zum Abschluss und der mich immer wieder rührt, auch zu Tränen rührt manchmal.
verabschiede ich mich mit dem buddhistischen Satz: Mögen alle Wesen glücklich sein. Bis zum nächsten Mal.